ich bin etwas früher dran als gedacht, aber ich hoffe, ihr versteht mich richtig gut, weil ich gerade kein Backup habe, um das zu prüfen. Gebt mir ganz kurz eine Sekunde. Ich schaue, ob das auch alles so funktioniert, wie das funktionieren soll. Ganz kleinen Moment, hört mich der Manuel? Der Manuel gibt mir Feedback. Super, dass ich den Manuel habe und der mir sowas sagen kann. Das heißt dann, hier ist Bea von GamePalace.de. Ich habe Mutazione für euch dabei, das wir schon mal zu Silvester gespielt haben. Und nochmal ganz kurz für alle, die jetzt erst reinschauen. Mutazione ist auch der Name der Insel, auf der wir uns gerade befinden. Und auf dieser Insel ist meine Mutter aufgewachsen. Und ich soll eben gucken, weil Opa liegt im Sterben. So, jetzt kommt natürlich raus, wir fahren nicht nur hin, um Opa zu begrüßen, sondern wir haben von ihm eine Trommel geerbt, die uns besondere Fähigkeiten gibt, sodass wir diesen Garten hier unten zum Beispiel bauen konnten. So weit, so gut. Der letzte Stand war, dass wir mit Mio gesprochen haben. Mio ist ein Katzenmutant und sie hat im Grunde in einem Feuer alles verloren. Gut. Dann sprechen wir mal mit Yoke, das ist der Archivar hier. Und ich habe beim letzten Mal am Anfang mitgesprochen und das dann gelassen, weil mir keine weiteren Stimmen eingefallen sind. Fragen wir mal nach Mio und was mit ihr passiert ist im Grunde. Viele Gespräche in Mutazione sind tatsächlich tiefgründiger, sodass man mal drüber nachdenken kann. Am Ende ist es aber so eine Art, ja, Telenovela im Grunde und kriegt es dann auch noch mit, falls wir heute nicht alles schaffen, verrate ich, also zeige ich euch auf jeden Fall das nächste Mal mehr, was ich meine. Manchmal wünsche ich mir hierfür eigentlich tatsächlich eine Synchro, falls manchmal ziemlich witzig ist. Wir gehen mal zu Großvater. Ob der denn schon mal von Mio und dem Garten gehört hat. Das ist Opa. Also wegen dem sind wir überhaupt auf der Insel.
Oh, ich glaube, wir haben es wieder mal verkackt und Opa ist etwas bockig. Ich schaue mal eben nach, ob ich schon schlafen gehen kann. Genau, das ist hier im Grunde, das drückt man mit R1 an, da hat man das Tagebuch und kann da noch so ein bisschen nachhaken. Okay. Opa ist also doch nicht mehr sauer auf uns, sondern findet das gut, was wir gemacht haben. Und wir haben ja doch einiges gelernt. Das war der zweite Garten, den wir gemacht haben. Ja. Und mit jedem Mal lernen wir auch mehr, beziehungsweise hören besser zu, was echt ziemlich cool ist. Und jetzt sollen wir noch zu Spike gehen. Spike hat hier diese Bar, diese super coole Bar. Und mal gucken, was da so abgeht. Hier, mal gucken, was wir noch machen sollten. Oh, ich habe vorhin geschwindelt, das ist auf dem Options-Knopf und überhaupt nicht auf R1. So, das Beste ist, wenn wir jetzt nochmal nach Mio gucken, das hat das Tagebuch gesagt. Und in meinem ersten Durchlauf habe ich das glatt verpeilt. Das ist auch nur so eine Art optionale Geschichte gerade. Und ich zeige euch direkt mal, wo Mios Haus ist. Das ist nämlich, ihr geht hier hoch und dann nicht zu Opa, sondern hier die Leiter hoch. Und dann ist hier Mios Haus. Bedumm. Sehr klug. Leute, vergesst das nicht. Das Leben findet jetzt statt. Nicht gestern. Auch nicht morgen. Sondern jetzt. Und deswegen.
ist jetzt an der Zeit, ins Bett zu gehen. Und ich finde das so cool. Ich habe das letztens schon mal gesagt, aber guckt mal, wie sie ins Bett geht. Bäm. Hose runter, ab ins Bett. Super cool. Wie sind meine liebe Enkelin? Nuklo. Machen wir halt ein bisschen Kurkuma-Öl. Nu klar. Okay, sehr gut. Sie geben hier ein bisschen Hinweis, wo ich hin muss. Das heißt, wir gehen gleich zu Mori gucken. Und sind erstmal mitten im Kapitel 4, der Badetag. So, dann laufen wir runter, gucken mal, ob Mori die richtigen Samen für uns hat. Sonst bringt uns das ja gar nichts. Tatsächlich ist Mori hier. Aber ich finde hier noch so ein paar andere Sachen. So, Mori. Ah. Wir lernen erstmal ein neues Lied. Und mit diesem Lied können wir dann nämlich auch diesen neuen Garten wachsen lassen im Grunde. Das ist was ziemlich Cooles, aber was ich euch dann auch gleich noch zeige für alle die, die den Silvester-Stream verpasst haben oder noch nicht nachgeschaut haben.
Okay. Sollen also mittags zu Mori zurückgehen und uns vorher noch ein bisschen mit Tung oder Tang unterhalten. Ja, das ist auch tatsächlich alles, was wir jetzt gerade zu tun haben. Das heißt, wir laufen fix zu Tang rüber oder Tung oder wie auch immer ihr ihn echt nennen möchtet. Verscheuchen dieses Huhn, geh weg. Bäm. Und laufen dann zu Tang rüber. Ach so, hier die. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Ja, sehr gut. Ich löse das mal für euch. Claire und Spike. Spike ist der Papa von dem Baby, das in Alar wächst. Nein, Quatsch, das ist gar nicht. Ich erzähle Quatsch. Spike ist ja der Barbesitzer. Oh Mann, das kann man so ziemlich jeden Morgen beobachten. Dieses Spektakel, wie Spike vollkommen nackt ins Wasser hüpft. Okay. Der Dings hat gesagt, Tang ist. nicht, dass ich hier nebenbei Samen einsammeln würde, aber Tang ist hier bei seinem Boot. Genau, da ist er auch. Morgen ist schon die Testfahrt. Cool. Also Kapitel 5 dann. Cool. Bleiben wir noch ein bisschen hier. So, ich sammle nebenbei mal noch ein paar Samen ein. Wer übrigens alle Samen finden möchte, darf sehr gerne auf www.gamers-palace.de gehen. Und unter der Guide-Sektion habe ich tatsächlich einen Guide mit allen Pflanzen drin erstellt. Dieser ist auch vollständig. Falls ihr doch was findet, was dort nicht drin ist, gebt mir Bescheid. Ich update das sehr, sehr gerne. So, jetzt können wir aber zu Mori gucken, ob wir jetzt. Ach, Mori ist jetzt hier.
Vielleicht noch ein bisschen. Yeah! Vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann kann ich noch ein bisschen mehr in den Garten packen. Aber ich schau mal, hier zum Beispiel ist noch, das war glaube ich Wassernessel. Oh, kann ich gerade nicht mitnehmen. Na gut. Dann schaue ich mal, ob wir noch ein bisschen was finden, bevor wir den Garten pflanzen. Manchmal frage ich mich auch, warum ich Dinge seltsam betone. Na, Huhn, geh weg jetzt. So. Ja. Hier ist nämlich der Garten, den wir pflanzen. Das wird super. Pass auf. Das ist der Garten, der Strandgarten. Jetzt kann ich hier über Samen pflanzen, tatsächlich die Pflanzen auswählen, die ich pflanzen möchte. Und die haben zum Beispiel hier, seht ihr, der Blauschweif hat zum Beispiel die Stimmung Euphorie, die brauchen wir hier nicht, Fernweh auch nicht. Wir brauchen Schroff. Und zwar ist das auch tatsächlich die Pflanze, die wir pflanzen sollen, damit Ala das Zeug für ihre Badeöle bekommt. Gruselig brauchen wir nicht. Friedlich nicht, jenseitig nicht. Hier ist nochmal Schroff. Schroff ist nur halt nicht so hübsch. Die haben nicht so viele schöne Blumen quasi. Hier ist nochmal Schroff. Und Schroff? Schroff. Wie viel habe ich denn davon? Drei. Gibt es nicht auch noch schöne? Irgendwas? Schönes? Nee. Schön? Na gut, Korallenkraut. Das sieht doch halbwegs schön aus. Aber... Rotnatter. Und diese Büsche. Da verstecke ich mich hinterm Busch. Ha. Oh, davon hatte ich nur eins. Toll. Was brauche ich noch? Das war's. Okay, jetzt haben wir das gemacht und jetzt spielen wir dieses Lied. Und jetzt beobachtet das mal, wie sich das weiterentwickelt hier. Haben wir erstmal den schroffen Garten gemacht. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen warten, dass die Pflanzen auch alle groß sind und ausgewachsen, damit wir diese Kuroka-Pflanze überhaupt ernten können. Aus die ernten wir jetzt einfach. So. Kurokasaft. Nochmal Kurokasaft. Und nochmal Kurokasaft. Dann könnt ihr auch, wenn ihr einfach chillen wollt, könnt ihr einfach zu lauschen. Da passiert einfach nichts. Alle haben wollte. Das heißt, wir laufen wieder zurück. Der Garten ist jetzt nicht so schön, aber wir haben für Schroff auch echt nicht so viele schöne Pflanzen. Da ist oder auch Melancholie, was wir für Mio gemacht haben, wirklich deutlich schöner.
eine sehr schöne Pflanze. Peeling-Eigenschaften von Schlamm. Lass das bloß nicht hier DM und so hören, dann machen die tatsächlich Peelings draus. Und verkaufen das dann für 5 Euro die Packung. Oh je, ist alles nicht so einfach hier auf Mutasione. Oh, hier gibt es auch noch ein paar Dinge zum Angucken. Was machen die denn? Niet, niet? Tick, du? Nee. Das sind die Dots, voll süße die Viecher. So. Bootsfahrt bei Mio. Denkt ihr, Mio ist in ihrem Haus? Mal gucken. Können ja nur Glück oder Pech haben. Hier oben den Garten habe ich auch gemacht. Das war Euphorie, glaube ich. Oh yeah. Wir sollen also zur Bar, das kann doch fast nichts Gutes heißen, oder? Mir schwant Böses, wirklich, Leute. Jetzt ist Mio auch plötzlich weg und ich bin alleine in ihrem Haus. Okay.
Okay, dann komme ich morgen mal ins Archiv. Ah, dann gehen wir doch nochmal hoch und erzählen auch Opa von dem Garten am Leuchtturm, bevor wir dann nochmal zu dem Garten zurücklaufen, um dort Alert zu treffen. Und Opa ist offensichtlich in bester Stänkerlaune. Flip aus, versucht die Situation zu entspannen. Lasst uns mal ausflippen. Ausflippen war jetzt nicht so cool. Da geht's Opa also doch nicht so gut, wie gedacht. Okay, das heißt folgender Plan: Wir laufen jetzt erst zum Leuchtturm rüber und danach nehmen wir nochmal die Yellowstar-Pflanze mit. Und danach gehen wir zu Spike in die Bar, rufen Mama an und gucken, was Mio mit der Kassette, was das wieder sollte. Ja.
Ich drück das übrigens gerade nicht weg. Sie hat so schnell geredet. Weniger allein. Ist das nicht eigentlich unser aller Ziel? Denke, es ist an der Zeit nachzuschauen, was in Spikes Bar so abgeht. Wir rufen erstmal Mama an. Vielleicht gibt es da diesmal was Wichtiges. Ihr eigentlich sagen wollt. Hier noch irgendwas machen, bevor. Na gut. Oh. Seid ihr bereit?
Ui. Ja, ich glaube, das war deutlich zu viel, was Mio hier gemacht hat. Und absolut nicht in Ordnung. Oder wie seht ihr das? Sollte man jemanden dann so verraten? Ist das in Ordnung? Okay, Tagebuch sagt, wir sollen das machen, was ich mir auch gerade gedacht habe, nämlich nach Claire schauen. Erstmal nehme ich jetzt die Wassernessel mit. So. Oh Mann. Bei Tang drüben brennt noch Licht. Ich bin dafür, dass wir nochmal nachschauen gehen, bevor wir ins Bett gehen. Guckt er denn eine italienische Seifenoper? Ich noch eine Folge gucken können? Oh, ich glaube, Tang ist jetzt müde. Na gut. Ich bin übrigens nebenbei auch ein bisschen sehr müde, aber. Gehen wir doch mal. geredet.
Na gut. Dann gehen wir eben schlafen. Oder wir gucken, Moment, bei Mio war oben noch Licht, ne? Na gut. Keiner will mehr mit uns reden. Dann ist es wohl auch für uns Zeit, ins Bett zu gehen. So runter, ab ins Bett. Und dann machen wir heute eine spannende Bootstour. Opa schläft noch. Muss ich noch was machen? Nein, auf zur Bootsfahrt. Hier noch was abgeht? Mal gucken. Nein, alles schläft. Schade. Okay, wir haben zwar eigentlich noch ein bisschen was, aber das, was jetzt kommt, sollte man eher am Stück gucken. Das heißt, ich verabschiede mich an der Stelle bei euch. Nächsten Dienstag sind wir wieder mit dabei. Diesmal der Manuel mit Masün, vielleicht Lost Ember. Ich glaube, da war der noch nicht ganz fertig. Und ich bin dann die Woche drauf wieder dran. Ihr müsst euch also so gut 2 Wochen gedulden für eine weitere Folge und dann sind wir auch mit Kapitel 5 der Sumpfinsel am Start. Und ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Und wenn ihr uns in der Zwischenzeit vermisst, schaut doch auf www.gamers-pandas.de vorbei. Dann bis dahin, macht's gut. Ciao.